Hallöchen, ihr Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal. Und wie ihr seht, nicht Sims 4, nicht Sims 3, es ist Sims 2. Ja, ich habe mir Sims 2 wieder gekauft und hatte da richtig Lust drauf, weil Sims 2 war einfach super cool. Konnte man schon echt viel machen. Und ich hatte jetzt Lust, mal eine Folge aufzunehmen, um zu schauen, wie es bei euch ankommt. Ja, ich erstelle jetzt in diesem Part, denke ich mal, entweder nur eine Frau und ein Mann, also ein Pärchen oder zwei Frauen, ich weiß es noch nicht. Oder eine Person und lass sie einziehen und fange so ein bisschen an, Jobs zu suchen und so. Vielleicht habe ich mir so überlegt, ein Let's Play zu starten. Also, falls ihr das wollt und daran Interesse habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich mega freuen, würde mich auch über ein Abo sehr freuen. Muss natürlich nicht, wenn ihr nicht wollt, aber würde mich freuen. Und einen Daumen nach oben könnt ihr gerne da lassen. Ich fange jetzt einfach mal an, bevor das Video wieder so ausartet. Erstelle jetzt einen Sim und starte dann das Spiel und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Jo. Mal ein bisschen so. Also ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr denn Sims damals? Also Sims 2, habt ihr das auch gespielt? Weil ich bin richtig mit Sims gestartet. Sims 1 habe ich gespielt. Aber nicht lange. Also nicht wirklich lange. Ich mache mal den Kopf. Sims 2 habe ich dann so richtig angefangen. Und ja. Deswegen dachte ich mir, machst du das jetzt einfach mal. Let's play und guckst du, wie das ankommt. Wie ihr das findet und dann mal schauen. Oh, die ist ja auch irgendwie süß, die Frisur. Kann ich hier so zurückzoomen? Okay, was haben wir denn hier noch Schönes? Ich habe ein paar Accessoire Packs. Ich habe ganz viele Sachen mir installiert. Und ja, freue mich einfach darauf, dass jetzt zu spielen mal wieder. Selbst wenn ihr sagt, ihr habt kein Interesse daran, werde ich das privat auf jeden Fall spielen. Aber ich finde die irgendwie süß. Das mit dem Tuch. Ich glaube, ich nehme das mit dem Tuch. Das gefällt mir schon. So. Also für alle. Ah, für alle einfach. Kann man immer noch individuell wechseln, glaube ich. Gesicht ändern. Das ist ja. nein. Lass mal so normal. Nicht das. Weiß es nicht. Ich bin hier auch gerade so doof. So, was haben wir denn hier? Das hatten wir gerade. Dann das ist das der Hals. Das ist mal auch alles normal. Mal so. Die Ohren, die sieht man jetzt eh nicht wirklich. Ah, das sind die Augenbrauen. Dick oder dünn. Ich lasse sie jetzt einfach so normal. So. Okay, das lassen wir auch so. Die Augen könnte ich ein bisschen... Oh, so groß wurde ich. Die sind blau, grün... Ich habe mir für Sims 2 aber noch nichts runtergeladen, kein CC. Ich weiß nicht genau, wie das nämlich funktioniert. Muss das mal gucken. Damals hatte ich ja ohne gespielt. Wir machen mal die Farbe. Ja. So, was haben wir hier genau? Haben wir das? Da können wir eigentlich erstmal alles so lassen. Die Nase finde ich schon gar nicht schlecht. Die würde ich nämlich auch komplett so lassen schon. Okay, das sieht komisch aus. Kann ein bisschen den Mundwinkel nach oben machen. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Ich musste die echt runterschrauben, wenn die ganz schön laut war. So. Lass ich jetzt einfach so. Lidschatten. Ist die Kleidung. Mal gucken, was wir hier Schönes haben. Bibi. Ah, das kenne ich noch. Das habe ich immer richtig gerne genommen, das Outfit. Mischka. Was haben wir hier? Was? Okay. Der Sophie.
day. Quapi, fatavo. Oh, dies babu. Sie sieht aus wie so eine Hausmutter. Das ist auch süß. Ah, Petagua. Das ist irgendwie total niedlich. Das ist zwar voll. Oder das Kleid ist auch irgendwie süß. Das ist von Gute Reise, glaube ich. Ja. Jama, Bada. Bada. Masmu? Masmu? Oh, Kodusha. Ja, Dolly. Das finde ich irgendwie ganz süß. Ich glaube, das nehme ich. Schuhe? Gibt es hier keine Schuhe? Es gibt doch hier Schuhe irgendwo, oder? Kann ich die Schuhe nicht aussuchen? Bin ich jetzt ein bisschen Unterteile? Gibt es hier keine Schuhe? Das gehört immer so zusammen. Ah, okay, alles klar. Stimmt. Abendkleidung. Da hat sie eine ganz andere Frisur. Okay, eigentlich hätte ich gesagt, dass du die Frisur... Ah, hier gibt es doch Schmuck, aber das sieht man eh nicht. Hm. Oh, jetzt eine Kette könnte ich eigentlich noch nehmen. Ah, die oder die? Oh. Ich glaube, ich nehme einfach die jetzt. Armband vielleicht noch so. Ja genau, eigentlich hatte ich gesagt, dass sie die Frisur für alles nehmen soll. So. Abend. Ach, jetzt hat es wieder gewechselt. Ach, ne, den nicht. Abendkleidung. Tada. Oh, das ist schön. Ich glaube, ich nehme das hier, das ist schick. So, andere Frisur bitte, Fräulein. Nein. Abendkleidung würde ich vielleicht sowas nehmen. Das passt, glaube ich, ganz gut. Schwimmen. Nehme ich das, was ich jetzt gerade habe mit dem Tuch. War das jetzt so? Nicht hier. Hä? Bin ich jetzt blind? Nehme ich jetzt auch einfach das. Keine Ahnung, warum das gerade nicht angezeigt wird. Schlafanzug. Mach mal so. Schwimmen. Ja, so hat sie sich die Haare hochgebunden. Und Sport. Da ist wieder das. Okay, dann lassen wir das. Und da können wir das eigentlich auch so lassen. Genau, dann ist das schon mal gut. So. Abendkleidung habe ich das gesagt. Unterwäsche. Also. Davo, bless me. Davo. Gib mir so einen Bademantel. So. Schlafanzug. Eigentlich kannst du bei Schlafanzug brauchst du eigentlich keinen Schmuck. Oder schwimmen, ich habe keine Ahnung, wie ich den Schmuck ablegen kann. Ich muss mich da erstmal wieder reinfinden in das Spiel. Machen wir jetzt was ganz Normales hier. Na, nehmen wir das jetzt, dann Sport. Da nehmen wir nicht das. Das ist irgendwie cool, das passt aber nicht zum Dings, zum Rest. Nehmen wir das. Das passt doch gut. Und kaltes Wetter.
Was da? Wollen wir was Blaues, oder? Das finde ich ganz süß. Haben wir noch was anderes Schönes? Nee. So, was machen wir denn mit dir? Laufbahn Familie, Laufbahn Spaß, Romantik. Wie können sie? Ist sie eigentlich jetzt junger Erwachsener? Ich glaube schon. Nämlich auch, ich habe ja auch wilde Campusjahre. Zwillinge? Machen wir Familie. Antörner vielleicht, keine Ahnung. Parfüm und Bart und Abtörner, weiß ich nicht. Gestank. Mag es halt nicht. Achso. Wie heißt sie denn? Ich nenne sie Paula. Sieht aus wie eine Paula. Achso, Familiennamen Schmitz. Paula Schmitz. Das ist die Paula Schmitz. So, wo lassen wir sie denn einziehen? Ich habe jetzt hier nämlich die Welt von Apartment nehmen. Könnte auch ein neues Haus bauen oder ein Apartment einziehen lassen. Wir lassen sie mal jetzt hier einziehen. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, falls ich sie umziehen lassen soll. Und bin eh auf eure Kommentare gespannt. Ob ihr Interesse überhaupt daran habt, auf ein Let's Play mit Sims 2. Ich glaube, das finde ich ganz cool. Wenn nicht, halt dann nicht, ist es nicht schlimm. Und die anderen Let's Plays gehen natürlich trotzdem weiter. Dann nehme ich nachher noch die Folgen auf. Und ja. So. Willkommen beim Erweiterungspack, die Sims 2 Apartment Leben. Nein, möchte jetzt gerade nicht. Dankeschön. Wo bist du denn? Oh, du legst dich eine Runde hin. Das finde ich irgendwie so cool, dass sie sich da einfach hinlegen. Ich finde das einfach mega, mega cool. Hallo und willkommen. Sieh dich in aller Ruhe um. Vielleicht findest du ja ein Apartment, das deinen Wünschen entspricht. Wenn dir eins gefällt, klicke einfach auf die Tür des Apartments und wähle Apartment mieten. Das Pack hatte ich nämlich auch noch nicht gehabt. Und deswegen müssen wir mal gucken, welches Apartment wir denn jetzt hier nehmen. Das weiß ich nämlich noch gerade gar nicht. So. Was nehmen wir denn da für ein Apartment? Ich glaube. Pro Woche. Ja, ich bin doch gerade dabei. Er muss hier auf jeden Fall einen Job annehmen. So. Das würde ich, glaube ich, ganz schön finden. Ja. Erstmal ja. Danke, dass du dieses Apartment gemietet hast. Vielen Dank. Was ist es mit ihm? Dankeschön. Was ist mit dir denn los? Muss immer die Stimme ein bisschen runter machen. Das war. Was ist denn mit ihm los? Warum mault er mich denn hier so an? Jetzt am Einsteigen. Ja, genau, geh einfach. Wow, die Texturen sind ja. Ja, eigentlich habe ich alles hochgestellt, aber Sims 2 ist halt schon ein bisschen älter. Und habe noch nichts installiert, keine Mods oder dergleichen. Ich wollte komplett ohne mal einsteigen. Und jetzt entspannt sich die Paula. Ich habe ja ein Make-up drauf gelassen, egal. Jetzt entspannt sich die gute Frau. Wie kann ich hier Foto machen? Was ist hier? Ist auch mit C? Okay, ja. Auch mit C. Das wusste ich jetzt alles gar nicht mehr so wirklich. So, also. Er hat mir ein Geschenk gegeben. Das ist aber sehr nett. Jetzt habe ich hier ein Geschenk bekommen. Und zwar, was haben wir denn gekriegt? Ich habe keine Ahnung. Kannst du mal bitte rauskommen? Das wäre wirklich toll. Es ist auch gerade Sommer. Und dann kommt der Herbst. Und dann kommt der Winter. Und dann kommt der Frühling wieder. Weil, ja. Ja, danke schön. Ich muss, wie gesagt, erstmal richtig reinkommen in das Spiel wieder, weil ich habe keine Ahnung. Herr Humble schenkt dir deiner Familie einen neuen Computer. Das war doch der, der mich hier gerade angeschnauzt hat, oder? Nein.
Hallo Liebchen. Wie ich gehört habe, sollen in dieser Stadt viele Sims auf Partnersuche sein. Ja, gerade nicht. Das ist die Wasseröhrin, glaube ich, irgendwie so. Was? Das ist jetzt mein Apartment. Richtig? Richtig. Was hat sie denn für Ängste? Schädlinge sehen, Feuer. Lord wird abgelehnt. Sie will sich ein Bücherregal kaufen. Das können wir doch gerne mal machen. Du brauchst nämlich auch noch ein Bett. Dann werden wir das jetzt noch machen. Dann werde ich den Part auch beenden. Und ja, freue mich auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Zu dieser Idee. Und ich muss jetzt mal hier schauen. Ich muss mich zurechtfinden. Genau, hier sind Betten. No Pick. Warum No Pick? Keine Ahnung. Aber ist doch... Okay, das ist irgendwie merkwürdig. Eigentlich habe ich mir ein paar Packs installiert. Das ist echt komisch. Nehme ich das als Schlafzimmer oder das? Ich glaube, das ist irgendwie besser. So. Was brauchen wir denn noch? Eine Toilette haben wir alle. Haben wir. Oh, ein Wohnzimmer brauchen wir vielleicht auf jeden Fall noch. Wohnzimmer. Warum steht da No Pick? Das ist irgendwie komisch. Ich habe doch so viel installiert. Aber man sieht auch gar nichts. Komisch. Naja, ich weiß es nicht, woran es liegt. So. Jetzt werden wir mal... Was machen wir denn da? Wir brauchen eine Couch. Wie gesagt, das ist echt merkwürdig, dass es hier nicht geht. Machen wir die jetzt einfach hier. Und... Ein Fernseher vielleicht noch. Ne? Haben wir hier noch eine Konsole. Warum nicht, ne? So. Vielleicht noch... War dann das hier Deko-Teppich? Genau. Wenn ihr wisst, woran das liegen könnte, warum da steht No Pick und da ist dann auch nix. Das ist doch komisch. Und M? Das geht. Okay, das ist doof. Dann ist den Teppich einfach. Ich mache jetzt hier einfach noch so ein bisschen. Wie gesagt, Bad hat sie, Küche hat sie, Schlafzimmer hat sie. Ja, es müsste erstmal reichen. Dann sucht sie sich erstmal einen Job. Das kann sie ja mit der Zeitung machen. Du machst bitte einen Job suchen. Und dann kannst du dich eigentlich mal umziehen. Die ganze Zeit hier nackt rumzurennen, ist ein bisschen doof, oder? Wo kann ich denn das machen? Weiß ich nicht. Am Schrank, glaube ich, geht das nur. Umziehen. Alltagskleidung. Bildzeitung. Freie Stelle, Gesetzeshüter, Wachfrau. Arbeitswahl. 20 Uhr bis 2 Uhr Arbeitszeit, Arbeitstage, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag. Weitersuchen. Medizin, die Medizintechnikerin, da würde ich sie eher nie sehen. Soll Paula, ja. Um 7. Okay, wunderbar. Dann war ein Job. Und ja, darauf habe ich richtig Lust. Wie gesagt, schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare, weil ich werde den Part jetzt erstmal gleich beenden. Ich wollte es nicht gleich so lang machen in der allerersten Folge. Und ja, weil ich habe Campus-Jahre installiert, da können wir auch noch zum Campus gehen. Wenn sie das noch kann, heißt das. Dankeschön. Ja, also schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ich wünsche euch einen ganz tollen Tag. Passt auf euch auf und ja, lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.